Ja, hallo, ich sitze hier mit Severin Lütti, dem Coach und Davis Cup Captain von der Schweiz, Coach von Roger Federer. Und jetzt gibt es mal ein paar Fragen hier. Und zwar, erstens mal, also Tennis Point muss ja die Kollektion von Federer oder grundsätzlich von Nike ein halbes Jahr vorbestellen. Und da ist ja immer schwierig, wie viel man bestellt. Wie ist es beim Roger? Weiß der genau, oder wie lange vorher weiß der schon, welche Kollektionen er spielt und kann der da mitentscheiden oder wie ist das? Ja, er nimmt da schon sehr viel Einfluss. Er kann, hat immer wieder auch Sitzungen mit Nike und der Designabteilung von denen und ja, dann bestimmen sie die Designs, bestimmen, ob es V-Ausschnitt oder mit Kragen wird und die verschiedenen Farben. Also da ist er immer im Bild und kann auch seine Vorschläge auch anbringen und es ist natürlich sehr interessant, er weiß, ja, ich denke so eineinhalb Jahre im Voraus weiß er, was er trägt. Das bedeutet jetzt für nächstes Jahr US Open weiß er schon, was er Day and Night Session tragen wird. Das ist Wahnsinn. Und bei Wilson, wie schaut es da aus? Er spielt ja jetzt einen schwarzen Schläger, den gibt es noch nicht. Weiß er jetzt schon oder wisst ihr schon, wann es denn wieder im Geschäft oder wann es denn im Geschäft zu kaufen gibt? Gibt es da schon ein Datum oder? Ja, ich habe jetzt heute gehört, dass es im Oktober der Fall sein wird. Also auch dort, Roger ist mit Wilson da dran, am Design raustüfteln. Oder ist wahrscheinlich noch nicht alles ganz definitiv, aber ist dort sehr stark involviert auch und sehr stark auch interessiert, wie das neue Racket aussieht. Und das wird auf jeden Fall eine Riesensache. Wie du gesagt hast, die Leute sind sehr ja, neugierig, wie das Racket aussieht, wie es sich spielt und es ist wirklich ein super Racket. Ja, ein bisschen einfacher zu spielen, hat aber mehr Power und trotzdem die Kontrolle geht nicht verloren, das ist ein super Schläger. Sehr gut und ja, seit dem Jahr trainiert er auch Stefan oder ist Stefan Edberg mit dem Team. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Funktioniert das? Wie ist der Stefan grundsätzlich? Ja, super Typ eigentlich, so wie wir uns das vorgestellt haben. Er ist sehr angenehm, wirklich ein netter Typ und es ist natürlich interessant, was er von früher erzählt. Mal jemand, der einen neuen Input bringt, das ist glaube ich auch sehr wichtig und war auch hier jetzt in Halle zwei, drei Tage bei uns und es ist ziemlich wichtig, dass er einfach auch regelmäßig mal Kontakt hat, auch wenn er nicht so viele Wochen machen wird, er wird vielleicht 10 Wochen im Jahr dabei sein, aber ja, unser Team ist genug groß und ich glaube, das ist eine super Ergänzung. So. Sehr gut. Und bist du auch Davis Cup Captain, hast auch sehr viel mit Wawrinka zu tun. Mhm. Wie ist der so? Wie ist der Vergleich mit Federer, Wawrinka? Wer ist einfacher oder gibt es das überhaupt? Ja, sind von der Persönlichkeit her sind das natürlich verschiedene Typen, aber ja, ich denke, ja, beide haben natürlich ihre großen Stärken auch auf dem Platz und die spielen sie aus und sind gute Freunde, kommen super zusammen aus, also von dem her gibt es da keine Probleme. Das ist natürlich für mich sehr wichtig, dass die zwei gut harmonieren im Davis Cup und ja, wir haben noch Großes vor, wir hoffen, dass wir das Halbfinale gewinnen können gegen Italien und ja, weiter dürfen wir noch nicht schauen, leider. Ja, und dann zuletzt noch, jetzt bist du 7 Jahre mit dem Roger Federer unterwegs, mhm. Best Friend, Coach und, fast Nanny muss man schon sagen, ja, zwischendurch mal. Wie ist das so? Kannst du den noch sehen oder könnt ihr euch noch sehen oder hat das schon, oder ist das schon, ist er nicht so einfach? Also das weiß ich aus Erfahrung, ja. Wenn man so lang jeden Tag und fast 24 Stunden aufeinander hängt, ist es ja nicht einfach. Ja gut, ich muss sagen, Roger ist halt dort einfach wirklich fantastisch. Also ist wirklich ein super Typ und sehr angenehm. Und ich weiß nicht, ob das mit irgendeinem anderen Spieler so gut klappen würde wie mit ihm, weil wie du sagst, also es ist seit 7 Jahren sind wir sehr oft zusammen und er ist wirklich ein super Typ, ich muss nochmal sagen. Es ist auch nicht einfach im Tennis, hast du ja eigentlich immer die spezielle Situation, dass der Spieler bezahlt eigentlich den Coach und ja, ist in gewissen Situationen ist dann der Coach vielleicht der Boss auf dem Platz und aber Roger handelt das unglaublich, der kann auch mal etwas sich anhören und sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt einfach und ja, ist wirklich einfach ein super Typ. Sehr gut. Und dann eine habe ich doch noch, hat er irgendwelche Macken, der Roger?
Gibt es da irgendwas, Allüren oder irgendwas oder keine Ahnung? Ja, ich weiß, die meisten Spieler, von denen kennt man ja eben, dass sie die Flasche irgendwie speziell hinstellen müssen oder dass sie ja, die gleichen Socken anziehen müssen oder wenn sie irgendwo mal ein Turnier gewonnen haben, dass sie wieder unbedingt ins gleiche Hotel müssen oder ins gleiche Apartment beispielsweise in Wimbledon. Und Roger ist eigentlich auch dort unglaublich, also der hat wirklich nichts, wo ich sagen muss, dass er abergläubisch ist oder eine Macke hat, eigentlich unglaublich. Also ich weiß es von mir, ich habe selber früh aufgehört zu spielen, aber ich bin dann auch nicht auf die Linien gestanden. Ja, jeder hat irgendetwas, aber bei Roger habe ich wirklich noch nichts bemerkt und es ist eigentlich auch bemerkenswert. Super, dann sage ich vielen Dank. Danke.